Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Wir haben im letzten Part die windige Schlucht hinter uns gelassen und Tupa Plupas Schloss genauso, haben ihn bezwungen und die Geister sind wieder zufrieden. So, wir sind wieder zurück in Todd Town und kann ich hier nicht hoch? Schade. Ja, ich würde sagen, heute ist so ein bisschen wieder reden, shoppen und so weiter und so fort. Die Shy Guys haben die ganze Stadt in Aufruhr versetzt. Aber verglichen mit Geistern sind Shy Guys ein absolutes geringes Übel. Die Shy Guys sind hier? Okay. Oh nein, meine Lieblingsbratpfanne. Ah. I see. Die Shy Guys sind da. Oh, Shy Guys sind aber cool. No, sei nicht traurig. Oh, hallo, Schatzi. Schatzi. Danke, dass du mich besuchen kommst, aber ich fürchte, ich kann jetzt nicht kochen. Es tut mir leid. Meine gute alte Bratpfanne wurde von einem Shy Guy gestohlen. Das bricht mir das Herz. Okay. Dann müssen wir die wohl zurückbringen, ne? Aber bevor wir das machen, ja, da können wir theoretisch auch noch rein, ne? Da gibt es ja auch noch ein bisschen, vielleicht neue Dinge zu holen. Ich weiß aber nur noch, dass wir eigentlich an einem Punkt waren, wo wir einen stärkeren Hammer brauchten. Also noch stärker als jetzt. Hey du, du kleine Ratte, nimm deine Pfoten, gib mir meinen Rechner zurück. Rechner? Oh nein. Oh, nicht mal einkaufen gehen können wir. Verzwiebel dich, Junge. So. Oh, ich danke dir. Auch die Blumen sprechen dir ihren Dank aus, Mario. Kein Problem, Junge. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal Shy Guys vertreiben, bevor es hier weitergeht. Sieht mir zumindest ganz danach aus. Was sagt denn das Postamt? Haltet den Dieb! Okay, ich glaube, überall sind welche. Ich glaube, wir müssen erstmal alle... Ja. Ich glaube, wir können gar nichts machen, bis wir alle Shy Guys besiegt haben. Oder? Jetzt haben die Scheiße... Scheißgeist. Jetzt haben die Scheißgeist auch noch einen Postbeutel gestohlen. Wohin soll das noch führen? Was wollen sie nur mit einem Postbeutel? Denk doch mal, wie viele wichtige Dinge mit der Post geliefert werden. Diesmal haben es die Scheißgeist wirklich zu weit getrieben. Und du? Oh, du bist Mario. Gutes Timing. Hm, in der Stadt scheint heute ziemlich viel los zu sein, aber das geht mich nichts an. Letzte Nacht hatte ich einen Traum. Ich hörte die Stimme eines Orakels. Seine Stimme war so ätherisch. Gehst du ständig im Kreis rund um die rote Palme in der fernen Wüstenstadt staubtrockener Vorposten? Was? Gehst du ständig im Kreis rund um die rote Palme in der fernen Wüstenstadt staubtrockener Vorposten? Wird etwas Gutes geschehen? Das sagt die Stimme in meinem Traum. Allerdings macht das für mich nicht allzu viel Sinn. Andererseits beschäftigt es mich so sehr, dass ich nachts nicht schlafen kann. Wenn du es herausfindest, was es bedeutet, dann sag es mir bitte. Okay, im Vorposten gibt es eine rote Palme und um die soll man rumgehen. Danke für die Info. Wie viele Koopa Troopas wurden eigentlich schon von Mario besiegt? Es ist eine Schande, ein anonymer Koopa. Todd Town News, Shy Guys Invasion, brutale plündernde Plagen, eine Bande skurriler Shy Guys hält Todd Town in Atem, die Bewohner fürchten um ihr Hab und Gut. Die Vorfälle sind zu zahlreich, um hier alle aufzuführen, Überflüssige zu erwähnen, dass um höchste Vorsicht gebeten wird. Es ist noch unklar, wo sich die Shy Guys verstecken, wir halten sie auf dem Laufenden. Also ich hätte mal gesagt am Hafen. Was ich jetzt glaube ich machen kann, ist zu Luigi gehen, oder? Ich glaube, das würde ich als erstes erstmal kurz tun. Kann ich denn nicht? Ah, warte! Worte plagen mich. Ich brauche das Wörterbuch. Okay. Also alles. Alles wird gestohlen. Und hier darf ich auch nicht einkaufen. Oh nein! Ich armer! Ich armer. Mario! Was? Der kleinen Krawallschachtel hast du es aber gezeigt? Hurra, vielen Dank! Ich habe noch immer hervorragende Ware zu absolut Tiefstpreisen im Angebot, also lass mal sehen. Steht hier was drauf? Nö. Ja, ich brauche erstmal nichts, danke.
Eigentlich wollte ich ja zu Luigi. Wurde hier noch irgendwas gestohlen? Warte mal, hier ist glaube ich dann irgendwie... Hier war noch ein Sternsplitter, ne? An dem wir gerade nicht rankamen. Ist hier auch irgendwas? Verschwinde, du lausiger Scheigei! Es ist mir egal, wie überzeugend deine Mario-Verkleidung ist. Du kommst hier nicht herein. Bleib von meiner Familie weg. Papa, du bist so cool. Ich bin wirklich Mario. Mann. Okay, wir gehen mal kurz zu Luigi. Zack. Rein da. Ba, 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 ba. Ah, auch hier sind welche. Gott, ey. Scheiße. Sollst du dem da hinterherkommen? Hab ihn. Tschüss. Ja. Ich bin ein guter Sprinter, aber meine Laufkünste, naja. Ein bisschen mehr Training und ich bin unverzichtbar für dein Team. Ja, ja, schon gut. Ich weiß, dass ich nicht mitkommen kann. Gehst du nur auf dein Abenteuer? Geh du nur auf dein Abenteuer. Ich habe ohnehin keine Lust mehr. Ich weiß, dass es deine Aufgabe ist, die Prinzessin zu retten. Also, lauf los und mach deinem Namen alle Ehre. Nichtsdestotrotz saß der trotzdem das letzte Mal da unten und hat gepfiffen. So. Luigis Tagebuch. Seite 1. Mein Bruder erlebt schon wieder ein aufregendes Abenteuer. Und schon wieder ist er allein unterwegs. Das ist so unfair. Ich erinnere mich an die sorgenfreien Tage, an denen wir Golf und Tennis gespielt und Partys gefeiert haben. Ich habe das Haus umgebaut und einen geheimen Keller eingerichtet. Mein Bruder hat davon keine Ahnung. Das ist der perfekte Ort, um dir mein Tagebuch, meine Geheimnisse anzuvertrauen. Seite 2. Ich habe gehört, dass heute in Todtown ein Geist erschienen sein soll. Er war groß, sehr groß. Und er hatte rote Augen, ein riesig klaffendes Maul und einen Schnauzbart. Weil du mein geheimes Tagebuch bist, sage ich dir die Wahrheit. Ich hasse Geister. Was soll ich nur tun, wenn er nachts erscheint? Komm zurück, Mario. Ich habe Angst. Ah, das ist etwas... da ist etwas hinter mir. Ah, oh, ich bin sicher, dass da etwas ist. Aber ich traue mich nicht, mich umzudrehen. Ich glaube, es wird alles gut, wenn ich nicht vor Angst erstarre. Ich mache einfach die Augen zu und gehe 5 Schritte zurück und springe einfach ins Bett. Okay, ein paar Side-Infos. So, können wir hier wenigstens was lesen? Mustafa, Colorado. Hey Wanderer, ich habe schon viel von deinen Taten gehört. Man erzählt sich von dir nur Gutes. Es ist gut zu wissen, dass Bowsers Leute nicht länger die alten Ruinen unsicher machen. Leider sind aber einige Reliquien verschwunden. Das ist eine Schande. Ich habe gehört, ein Koopa würde sich in den Ruinen herumtreiben. Das klingt sehr verdächtig. Sei vorsichtig, wenn du auf solche Typen triffst. Ich muss jetzt aufhören. Ich freue mich darauf, Geschichten über dein Abenteuer zu hören. Mustafa. Heißt das, wir müssen da auch nochmal hin? Alter, ist das Spiel groß. Wie geht es dir, alter Junge? Ich bin gerade mit der anstrengenden Erforschung der Ruinen, die nur durch meine Bemühungen gefunden wurden, fertig geworden. Schön rot hinterlegt. Leider habe ich keine Schätze von besonderem Wert gefunden. Aber ich muss nun weiterziehen, alter Kumpel. Auf der ganzen Welt gibt es Schätze, die von mir gefunden werden wollen. Ich höre, wie sie meinen berühmten Namen rufen und darum betteln, ausgegraben zu werden. Okay, wir sollen aber zum staubtrockenen Vorposten nochmal hingehen, wurde uns ja gesagt. Wo ist denn Luigi? Können wir den darauf ansprechen, dass der heimlich ein Tagebuch schreibt? Nee, leider nicht. Okay, dann tschüss. Cool, aber ein paar Hintergrundinfos haben wir bekommen. Ja. So viel können wir hier aktuell auf jeden Fall nicht tun. Ist hier was? Nee. Ach ja, nee. Ich wollte schon sagen, hier brauchen wir immer noch so eine Brücke irgendwie, keine Ahnung. Damit wir darüber zu dem Sternsplitter kommen. I don't know. So, ja, also wir haben gemerkt, alles wurde gestohlen, alles ist geklaut. Hier die Shy Guys rennen überall rum und nerven uns und hier können wir jetzt auch nicht einkaufen. Na, tut mir leid, Kumpel, ich muss den Laden schließen. So ein dämlicher Shy Guy hat meinen Rechner gestohlen. Kannst du das fassen? Ich brauche das Ding, um meine Verkäufe zu kalkulieren. Ich bin nicht gerade ein Rechenkünstler, wenn ich diese Laus finde.
Okay. Aber bevor wir das machen, bevor wir jetzt den Scheigeist hinterherjagen, würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz zu dem Vorposten gehen. Ich würde gerne mal nach der roten Palme suchen. Und theoretisch haben wir ja hier rüber jetzt eine Abkürzung, ne? Zu all diesen Dingen. Ach ja, und hier können wir jetzt durch. Verstehe. Okay. Das heißt, da könnte man theoretisch dann auch noch weitermachen. Alter, es gibt so viel zu tun hier. Das ist, falsch. Ist das hier der Vorposten? Ja. Okay. Die rote Palme, da ist sie doch. Entschuldige bitte. Kann ich dich für eine Sekunde sprechen? Was genau hast du vor, dass du die ganze Zeit um diesen Baum herumschleichst? Du machst mich schwindelig. Was? Du machst Witze. Du glaubst an einen verrückten Traum? Nun okay, ich denke, obwohl auch ich habe vor langer Zeit im Traum eine Botschaft erhalten, aber sie ergab keinen Sinn. Sie lautet, in einer großen Stadt, nahe einem Palast, steht ein Haus, dessen Dach sich dreht. Vollführst du in diesem Haus dreimal hintereinander einen Wirbelsprung? Wird etwas Gutes passieren? Ein Wirbelsprung? Was ist denn ein Wirbelsprung? Ha! Ein Haus mit einem sich drehenden Dach. Als ob es so etwas geben würde. Ha! Ich kann Träume nicht ernst nehmen. Okay, ich hoffe, das war alles. Wirbelsprung? Ist das unsere Arschbombe oder was ist damit gemeint? I don't know. Ja, hier könnten wir jetzt theoretisch auch weitergehen. Ich will aber erstmal dem Geheimnis auf die Spur kommen. Wir haben auch ein paar Briefe, die wir eigentlich mal abgeben müssten. Dafür gibt es dann wahrscheinlich ja wieder Sternsplitter, ne? Stimmt, Colorado braucht auch noch einen Brief, oder? Colorado. So. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Wirbelsprung ist. Wir reden mal kurz mit ihm. Oder ist... Ah, okay. Das ist der Wirbelsprung. Wie? Oh. Das ist der Schnellwechselorden. Ich hatte keine Ahnung, dass ein so nützlicher Orden auf meinem Speicher war. Mario, du bist ein richtiger Glückspilz. Schnellwechselorden? Du solltest diesen Orden anlegen. Okay. Was macht er denn? Schnellwechselorden. Ermöglicht Wechsel und Angriff eines Freundes in einer Runde. Oh. Ja, das ist wirklich geil. Ich hoffe, der kostet nicht so viel. Aber das ist super nützlich auf jeden Fall. Weil da sparst du auf jeden Fall immer eine Runde und bist gut unterwegs, ne? So, warte mal, wo ist er denn? Schnellwechsel. Habe ich ihn überblättert? Oh Mann, 4. Ah, an sich ist halt sehr, sehr geil, ne? An sich ist der Orden richtig gut. Ja, ich glaube, den würde ich reinnehmen später. So. Wenn du willst, dass ich in deine Zukunft blicke, dann sprich von der anderen Seite des Tisches zu mir. Nö, brauche ich gerade nicht. Danke. Aber war schön, dass wir mal drüber geredet haben. So, Leute. Dann würde ich sagen, wir folgen mal den Shy Guys, oder? Ich denke mal, die sind am Hafen, weil das ein Gebiet ist, wo wir noch nicht waren. Und die sind hier vorhin auch lang gerannt. Also ist das jetzt meine Theorie, dass die alle am Hafen sind. Was ist denn hier eigentlich drin? Sie lässt sich nicht öffnen. Ah, okay. Nö, 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 nö. Mario! Ah, hi. Mario, Mario, schön dich zu sehen. Was los? Wir haben herausgefunden, dass du Tupa Plupa besiegt hast. Ich wusste, du würdest es schaffen. Als uns die Neuigkeiten ereilten, war die Prinzessin sehr erleichtert. Oh ja, ich habe neue Informationen über die Sterne, die noch immer gefangen sind. Hast du schon jemals von Shy Guys Spielzeugkiste gehört? Es scheint, als würde einer der Sterne dort festgehalten.
Aber wo in aller Welt befindet sich diese Spielzeugkiste? Ich habe keine Ahnung. Oh, die Zeit wird knapp. Ich muss zur Prinzessin zurück. Viel Glück, Mario. Prinzessin Peach und ich denken immer zu an dich. Hättest mir ja noch ein paar Orden mitbringen können. Achso, hier haben wir jetzt ja noch gar nicht so richtig uns umgeguckt, ne? So. Ich bin mir sicher, dass die Shy Guys von irgendwo in der Stadt herkommen. Aber wo? Wo könnten sie sich hier verstecken? Wenn ich nicht völlig falsch liege, verstecken sie sich in einem Haus. Okay. Jo, kleiner Mann, mein Name ist Zorro. Also Zorro. Freut mich, dich kennenzulernen. Sag, möchtest du dich vielleicht deine Werte verbessern? Hey, ja, natürlich willst du das. Normalerweise kostet es 390 Münzen, aber für dich und nur für dich mache ich es für 39 Münzen. Wenn du mir 39 Münzen gibst, verbessere ich deine KP, BP oder OP. Ich versuche nicht, dich zu übers Ohr zu hauen. Komm schon, du weißt, dass du es willst. Also eigentlich schon, aber... Okay. So muss das sein. Und es wird auch gar nicht wehtun. So lautet dein aktueller Status. Maximale KP 20, 25 und OP 18. Wähle deinen Wert, den du verbessern möchtest. Also gut, willst du Ordenpunkte verbessern? Es geht los! What the heck? So, deine Ordenpunkte wurden verbessert. Oh ja, vielleicht ist ein anderer Wert ein wenig abgesunken, aber da kann man nichts machen. Hehe, bis dann. Na toll! Du Arsch! Das hättest du mir auch früher sagen können. Ich dachte gerade, ich habe einen Riss im Bildschirm, aber nein, es ist hier irgendeine Textur, die nicht richtig geladen hat. Was haben wir jetzt? Was ist jetzt passiert? Ich habe gerade 10 KP verloren? Oder 5? Ich bin... Nee, warte mal, vorher hatte ich auch nur... Nee, wie viel KP hatte ich denn vorher? Vorher hatte ich 25 KP, oder? Oder 20? Ich bin verwirrt. Ich habe jetzt 24 Ordenpunkte. Jo. Scheiße. War jetzt gar nicht so geil, ne? Aber da hätten wir das ja auch sagen können. Dann mache ich erstmal so. Und dann nehme ich hier irgendwo noch einen raus. Warte, ich nehme mal den Multijump nehme ich mal raus. Und dafür nehme ich den Schnellwechselorden rein. So, machen wir es erstmal so. Na toll. So. Hey du Dieb. Ein Schlüssel. Oh. Oh Mario, du bist es. Ein Shy Guy hat meinen Lagerschlüssel gestohlen. Ich kann meinen Laden nicht führen, wenn ich nicht in den Lagerraum kann. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Keine Ahnung. Renn hinterher. Such ihn. Okay, wir müssen uns sowieso hier erstmal allgemein umgucken, weil wir hier halt noch überhaupt nicht waren. So, was hier? Hi! Im Haus nebenan veranstaltet jemand einen ziemlichen Wirbel. Es klingt, als würde ein Haufen Kinder mit Holzschuhen an den Wänden tanzen. Und ich dachte, das Haus wäre unbewohnt. Wie unheimlich. Ja, dann wissen wir ja, wo es ist. Hi Mario. Ach, übrigens, wusstest du, dass das Haus nebenan unbewohnt sein soll? Aber eigenartigerweise höre ich jede Menge Lärm von dort. Vielleicht ist es ein Diebesversteck. Oh, wie gruselig. Ein Diebesversteck direkt nebenan. Schade, ich dachte, ich kann durch den Kamin vielleicht. Naja, okay, das Haus nebenan. Das da, ja. Gut zu wissen. So, was ist hier hinten? Gar nichts. Ich habe ein Gerücht gehört, dass sich in einem Haus in Tottown Shy Guys verstecken sollen. Shy Guys in Tottown? Was für ein Quatsch. Wenn ich hier irgendwo Shy Guys leben würden, hätte es die Leute in der Nachbarschaft schon längst bemerkt. Das kann unmöglich wahr sein. Ist die alle blöd? Alter, wie weit geht's denn hier noch? Junge. No. Kleine Baby-Tots. Hallo. Shy Guys, hinterher, Juwelenritter. Nein, Rückzug. Shy Guys sind hinter uns her, versteckt euch.
Unser Lieblingsspiel ist gerade Shy Guy bekämpfen. Es gibt nichts Besseres. Okay. Also wir müssen wahrscheinlich irgendwie da hinten in das Haus reinkommen. Wie wir das machen, liebe Leute, das werden wir im nächsten Part sehen. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.